Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoformat, das ich wahrscheinlich nicht weiter fortführen werde, aber ich fand das so lustig, dass ich mir gedacht habe, da muss ich einfach mal ein Video von machen. Ihr kennt ja die Serie Der beste Spieler des Monats. Die werde ich auch versuchen aufrechtzuerhalten, solange ich diese besten Spieler finde oder ihr mir dementsprechend Replays zukommen lasst. Er hier, der, den ich euch jetzt gleich zeige, der hatte das Zeug dazu, der beste Spieler des Monats zu werden. Ganz ehrlich. Unheimlich gutes Gehör, dieser Mann. Der ist nur einfach zu doof gewesen, das umzusetzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch zwei Matches von dem und zeige euch, ne, dass man selbst, wenn man so richtig gute Ohren hat, an dem einen oder anderen dann doch scheitern kann. Wir schauen uns das an und sehen uns danach hier im Hangar wieder. So, ihr werdet sehen, ich habe in diesem Video sehr, sehr viel unsichtbar gemacht. Unter anderem habe ich versucht, an allen möglichen Ecken und Enden seinen Namen auszublenden. Ganz einfach, weil ich einfach nicht hundertprozentig weiß, was hier los ist. Und bevor ich da irgendwas falsch mache, habe ich mir gedacht, ey, komm, ne, sei fair, blende den Namen aus, weil irgendwie tut er mir auch schon leid. Ihr seht das, er ist jetzt hier in seinem ersten Gefecht mit dem Tiger unterwegs. Ob das jetzt sein erstes Tigergefecht ist, kann ich euch an dieser Stelle nicht mal wirklich sagen. Er ackert sich nach B vorne, ist frohen Mutes und ich habe natürlich absichtlich in diesem RB-Gefecht die Plaketten angelassen. In der Realität im Spiel kann man natürlich die Plaketten des Feindes nicht sehen. Vielleicht kann man sie hören, aber sehen definitiv nicht. Und nur damit ihr wisst, wann, wo, welche Gegner sind, habe ich die Plaketten jetzt hier in diesem Replay für euch einfach mal eingeschaltet. Und ganz wunderbar sofort vom Gehör her darauf reagiert, dass hier hinter der Hausecke wohl irgendwas da hinten stehen muss. Den Turm sofort instant quasi gedreht. Gleichzeitig gab es hier einen Einschlag am Turm. Ich finde, wenn man die Boxen richtig einstellt, modernes Equipment sich besorgt und dementsprechend dann, ja, alles konfiguriert, dann kann man sehr, sehr viel hier über das Gehör machen, selbst wenn die Gegner 2 Kilometer weit weg sind. Und auch hier könnt ihr das sehen, da hinten haben wir die Plakette hinterm Hügel, irgendwo in der Senke. Dementsprechend ist die Schallübertragung durchs Gelände natürlich nicht optimal. Das heißt, der Schall, der bleibt an dieser Hügelkante hängen. Dementsprechend ist das Fahrzeug nicht vernünftig zu hören und deswegen reagiert er da natürlich auch nicht sofort drauf. Trotz alledem, nachdem er jetzt diese Zone eingenommen hat, was an für sich ja schon eine super Leistung ist, wagt er sich jetzt weiter nach vorne. Was er jetzt hier im Einzelnen genau macht, ob er da gerade zur Toilette gelaufen ist oder sowas, kann ich euch nicht sagen. Er steht jetzt hier erstmal und denkt nach. Und nachdem er das dann getan hat, hat er sich überlegt, okay, ich kann nochmal kurz 2 Meter rückwärts rollen, bevor ich dann doch wieder vorwärts fahre. Ein unheimlich interessantes taktisches Manöver, wodurch sicherlich auch der eine oder andere Gegner verwirrt wird. Was jetzt eigentlich der eigentliche Fehler ist, und daran kann man auch sehen, dass er zu den unerfahrenen Spielern leider Gottes gehört ist, ich bin der Tiger, ich stelle mich oben auf dem Hügel und ihr könnt mich alle mal. Das ist natürlich doof, weil immer dann, wenn wir alle sehen können, können uns auch alle sehen. So, jetzt hat sein Gehör ihn nicht getäuscht. Da hinten ist das Feindfahrzeug, das wird natürlich beschossen. Ein Treffer am Turm, der, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt auch nicht tödlich endet. Spätestens jetzt wäre auch ich sauer geworden und hätte zurückgeschossen. Und ja, dem hat es da mal ordentlich einen vorne durch den Turm geknallt. Auch sehr interessant, da hinten der schwere Panzer hinter der Hügelkuppe. Ein lohnendes Ziel, auf das man unbedingt schießen sollte. So, und jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, wieso trifft der denn nicht? Ja, also da gibt es gleich 2 Probleme. Ne? Problem Nummer 1, große Entfernung. Problem Nummer 2, nicht geskillte Crew. Beides sind Probleme, mit denen Anfänger zu kämpfen haben. Eine nicht geskillte Crew und gleichzeitig ein nicht ausgebautes Fahrzeug bedeutet, selbst wenn man zu 100% sich sicher ist, da muss ich hinschießen, weil meine Ohren das so ermittelt haben, kann das Geschoss trotzdem um Kilometer daneben gehen. Ja, auch da helfen dann keine guten Ohren. Da ist dann einfach die Spielmechanik der Punkt, der uns ja letztendlich irgendwo auch dafür bestraft, dass wir gerade erst angefangen haben. Und auch hier ganz souverän dran vorbeigeschossen, auch hier eben, weil es auf große Entfernung stattgefunden hat. Das kann man tatsächlich mit der Spielmechanik erklären, aber auch hier fand ich es unheimlich interessant, wie er einmal ganz kurz darüber geguckt hat. Da habe ich doch was im Dorf gehört, da ist dem kleinen Timmy wahrscheinlich sein Pausenbrot runtergefallen. Da wollen wir da eben einmal ganz kurz in die Richtung gucken. Vielleicht können wir dem Timmy ja unter Umständen helfen. So, unser großer, starker, super Tiger fährt jetzt weiter nach vorne und ist am Überlegen, wo er denn jetzt das nächste lohnende Ziel findet. Und das alles immer oben, on top of the hill.
Ja, damit mich auch ja jeder sieht, ich bin der King im Ring. Was haben wir da hinten? Wollen wir die Pappel noch abschießen? Ja, der ist immer noch weit weg, ich weiß nicht. Vielleicht schieße ich auf den da vorne, der bietet sich an, der ist viel, viel näher dran. Ne, doch nicht. Und, tja, dann kommt der Punkt, wenn man sich nicht entscheiden kann, dann fängt man sich den Fangschuss ein. Ne? Und von wem wird er abgeschossen? Von auch einem, ja, ebenso spezialisierten Spieler, LTUUF, sind, glaube ich, für viele von uns ein Begriff. Brauchen wir gar nicht weiter drüber nachdenken. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Er ist dann zwischendurch in ein Flugzeug eingestiegen, das leider Gottes nur einen Weg kannte, nämlich senkrecht nach unten. Das wollte ich euch nicht antun und deswegen habe ich mir jetzt hier einfach mal das nächste Fahrzeug genommen. Und ihr könnt es sehen, da fällt man der Flak nach vorne und jetzt machen wir Krieg. Und zwar so richtig. Aber auch hier wieder die gleiche Problematik, die wir auch schon in unserem Tigerpanzer haben und in allen anderen Panzern, die dieser Proband hier höchstwahrscheinlich besitzt. Wir haben keine geskillte Crew. Und keine geskillte Crew. Ihr könnt euch selbst tatsächlich wirklich mal den Spaß machen. Nehmt mal einen leeren Slot ohne Crew-Skill und fangt dann mal an, auf Entfernung auf Panzer zu schießen. Und wenn ihr dann so richtig fies zu euch selbst sein wollt, dann nehmt dann noch die entsprechenden Häkchen bei den Modulen raus und dann wisst ihr, was er hier gerade durchmacht. Ne? Keine Crew und keine Module vielleicht. Und schon sieht das ganz anders aus. Da können die Ohren noch so gut sein, da treffen wir nichts. Oder wenn wir was treffen, dann ist es Zufall. Einfach, weil die Game-Mechanik uns hier einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, ne, da könnte man schon fast sagen, ist ein Anti-Cheating-Tool, diese ganze Modul- und Crew-Geschichte. So, unser Kollege arbeitet sich jetzt weiter nach vorne und ja, ich finde es nach wie vor immer wieder interessant. Man kann quasi merken, wie er den Kopf dreht. Ich glaube, der hat Surround Sound zu Hause bei sich. Er dreht also immer wieder den Kopf. Da habe ich doch was gehört. Da habe ich auch was gehört. Ich höre schon überall was. Was ist denn hier los? Mama, kannst du dich vielleicht zu mir stellen? Übernimmst du die linke Seite mit deinen Ohren und nicht die rechte Seite mit meinen Ohren? Ja, das hätte man vielleicht so besser kombinieren können und hätte sich dann nicht unter so vielen Zielen entscheiden müssen. Gut, hier kommt jetzt der nächste Kollege angeflogen. Auch da wird einmal reingeschossen und schon fällt ihm ein Stück der Tragfläche ab. Aber wenn wir jetzt hier ganz genau hingucken, dann stellen wir fest, ja, ja, der war auch ganz nah dran. Da muss man nur noch einmal in die richtige Stelle vorhalten und dann wird das Flugzeug getroffen und dann wird das Licht ausgeknipst. Was haben wir bis jetzt für ein Ergebnis? Zwei Panzer und ja, zwei Tode. Das heißt also, ne, obwohl wir hier einen äußerst talentierten Spieler haben, hat er es gerade mal geschafft, ja, zwei Gegner rauszunehmen und ja, nur ein Flugzeug. So kann das eben laufen. Ne? Es gibt Leute, die haben tatsächlich diese genetische Fähigkeit, Gefahren und Gegner zu erkennen, zu erschnüffeln, zu erspähen. Aber dann letztendlich, ja, die Umsetzung macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Und das ist eigentlich schade, denn solche Leute haben eigentlich das Talent für den besten Spieler des Monats, muss man hier an dieser Stelle einfach mal sagen, weil man sieht, wie er arbeitet. Und diese Art von Arbeit zeigt uns, dass dieses Talent definitiv vorhanden ist. Leider Gottes hapert es an der Umsetzung. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, Gaijin, wenn wir hier so talentierte Spieler haben, wie sollen wir denn überhaupt solche Leute zum Spieler des Monats küren? Müssen wir wirklich so lange warten, bis sie besser geworden sind? Oder kann man hier vielleicht auch im Vorfeld schon solche Entscheidungen treffen und sagen, yes, du bist es. Make Gaijin great again. So, und auch hier habt ihr es gesehen. Er hat zwar mit zwei kleinen Salven versucht, aber auch hier hatte Bum Bum einfach daran vorbeigewummert. Was natürlich auch nicht super nett ist. Das Gefecht endet jetzt hier quasi auch an dieser Stelle. Er ballert ein bisschen gefrustet und angekotzt durch die Gegend. Der Ertrag wird ja sicherlich nicht der größte sein. Die Reparaturkosten übersteigen eventuell sogar das eigene Einkommen. Vielleicht kann man da in Zukunft auch irgendwas mit den Ohren machen. Im Moment sehe ich da allerdings keine Lösung. Da muss man einfach besser werden und auch mal das Gehirn einschalten. Deswegen mein Tipp hier an dieser Stelle für die Leute, die jetzt nicht wissen, was der falsch gemacht hat. Fahren, wie das Wasser fließt. Ne? Wasser fließt niemals über einen Hügel. Man stellt sich nicht, selbst wenn man in einem Tiger sitzt, oben auf den Hügel drauf, um dann auf alle zu schießen, die da so durch die Gegend eiern. Ne? Ich habe es ja vorhin schon mal erklärt, die Leute, die wir sehen, die sehen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch uns. So, und auch hier in diesem Gefecht macht unser Proband genau das Gleiche falsch. Ne? Hier war ich erst am überlegen, was macht er denn da nur? Habe ich nochmal da oben überprüft, bin ich auch tatsächlich in der Sichteinstellung? Ja, ne, bin ich. Ja, da dreht der Turm sich einfach so mal lustig durch die Gegend. Aber er macht genau den gleichen Fehler. Er steht oben auf dem Hügel, Plate. Ne? Da ist nichts mit
irgendwo Deckung, vielleicht hinter einem Busch sich verstecke. Nein, er steht einfach kackenfrech oben drauf, sucht sich dann seine Ziele raus, der da gerade ist, leider Gottes geplatzt, bevor er drauf schießen konnte. Den Gegner vorher hat er allerdings ganz wunderbar mit einem einzigen Schuss rausgenommen, dieser Level 8 Spieler. So, und jetzt seht ihr das direkt vor uns da vorne im Dickicht, im Grünzeug. Da fährt man durch die Gegend und hier kann man auch nur über die Drei-Ohren-Peilung dementsprechend feststellen, wo sich der Gegner wann befindet. Das heißt also auch hier ganz, ganz klar zu erkennen, dass wir hier einen Ohrenakrobaten haben, der tatsächlich, ich habe es ja schon mal in einem der vorherigen Videos versucht zu erklären, über die Dreieckspeilung versucht, seine Gegner dementsprechend einzugabeln. Und wenn er dann tatsächlich diese Gabelung hinbekommen hat, dann muss man nur noch auf den richtigen Punkt schießen, um den Gegner zu vernichten. Und das hat er eben jetzt hier gerade ganz wunderbar vorgeführt. Und jetzt wisst ihr auch, ja, warum er leider Gottes nicht der Spieler des Monats geworden ist, denn dieser Junge ist leider Gottes sowas von untalentiert. Da hat er dann schon seine Ohren als Hilfsmittel und ist immer noch zu doof, das Fahrzeug richtig übers Gefechtsfeld zu bewegen. Wenn er das dann auch noch hinkriegt, dann haben wir die nächste Tötungsmaschine hier im Spiel. Wenn er allerdings genauso weitermacht, dann würde ich einfach mal sagen, war das fehlinvestiertes Geld in seine Ohren-OP oder was auch immer er da hat machen lassen. Vielleicht hat er sich auch die Krähenfüße machen lassen. Ich kann es euch an dieser Stelle nicht sagen. Ich kann nur eines sagen. Ich war sowas von hin und weg, als ich den Kollegen hier gesehen habe, dass mir dazu nicht mehr verdammt viel eingefallen ist. Ich meine, wir müssen uns das mal überlegen. Da ist jemand, der tatsächlich die Ohrenpeilung aus dem FF beherrscht. Aber irgendwie Führerschein, ne? Hat er, glaube ich, noch nie gemacht. Das ist so, als wenn ihr Papas Auto klaut, ja? Ihr wisst, wie es geht, aber letztendlich fahrt ihr auf der falschen Seite und wundert euch dann, wenn euch ein LKW frontal knutscht. Das ist dann, wenn man neben die Basics nicht hinbekommt. So, auch hier ganz kurz anklopfen durch ein Flugzeug. Da könnte man jetzt sagen, ja, der ist gespottet worden, jetzt wissen alle, wo der ist. Ja, die meisten Leute gucken allerdings nicht auf die Minimap, deswegen ist diese Art des Spottens im Grunde genommen auch diskussionswürdig. Aber hier hat er jetzt tatsächlich einen draufgedrückt gekriegt. Das hat auch dafür gesorgt, dass er seinen Turm erstmal nicht drehen kann. Der muss jetzt an dieser Stelle repariert werden. Als das allerdings gemacht ist, könnt ihr das sehen, ruckt das Ding sofort rüber. Und jetzt überlegt unser Protagonist. Das mache ich jetzt als nächstes. Da hinten ist der Gegner, ich bin hier und dazwischen ist ein Hügel. Ich könnte ja mal etwas Neues ausprobieren. Ja, so ist das dann, wenn da oben zwischen den beiden ordentlich besonders viel Material ist, dann denkt man quasi in einer Endlosschleife. Und diese Entschlussschleife sorgt letztendlich dafür, dass man nicht entschlussfreudig ist. Hier hat er jetzt allerdings einen Entschluss getroffen. Ja, ich mache was ganz Neues. Ich fahre einfach mal den Hügel hoch. Sieht mich bestimmt keiner, wenn ich da oben drauf stehe. Ha! So, und genau das ist dann auch der Fehler, den er jetzt auch hier in diesem Panther macht, so wie wir es eben schon im ersten Gefecht im Tiger gesehen haben, jetzt gerade Anfang von diesem Gefecht im Tiger. Wir fahren einfach mal den Hügel hoch, weil das ist eine super Idee. Ich kann dann ja alles sehen und ich kann auch auf alles schießen und die anderen sind bestimmt zu doof, mich zu sehen. So, wir haben jetzt hier eine Entfernung von ca. 800 und hier ist der Schuss auch ganz sicher ein Fangschuss. Eine Panther-Kanone ist da nicht so mega ungenau, aber ihr seht es, so ist das eben, ne? Also nochmal hier, mein Tipp an dieser Stelle für all die Leute, die nicht wissen, wie es richtig geht, ja. Guckt euch mal ein paar Tutorials an, dann kann man auch hinterher eine ganze Menge Geld sparen und muss sich nicht irgendwelchen Ohrenkrebskäse kaufen. So, unser Protagonist hat jetzt auch hier an der Stelle davon profitiert, dass auch im Gegnerteam haufenweise Vollpfosten sind, die nichts Besseres zu tun haben, als den Spawn zu campen. Und hier kann er natürlich noch zwei völlig legitime Kills mit aus dem Gefecht rausnehmen. Das muss man hier neidlos anerkennen, bis dann auch der nächste Spawn-Camper ihm das Licht ausknipst. Wir haben also gleich mehrere Probleme. Wir wissen nicht so wirklich, wie wir so ein Fahrzeug zu fahren haben. Wir bewegen uns taktisch ständig unklug, obwohl unsere Ohren unheimlich gut geschult sind. Und dann sind im Gegnerteam noch diese ganzen Pappelköppe, die uns an unserer Arbeit auch noch irgendwo versuchen zu hindern. So, und an dieser Stelle ist unser Kumpel jetzt gleich auch raus. Ich habe da extra einmal ganz kurz auf den IS-2 oder IS-1 geswitcht, weil auch den fand ich sehr interessant. Allerdings konnte er mich nicht davon überzeugen, auch nur ansatzweise ein Videogeschenk von mir zu bekommen. Deswegen, unser Kollege hat es leider Gottes nicht geschafft. Er ist diesen Monat
nicht der beste Spieler des Monats geworden. Das liegt einfach daran, dass es bei den Basics noch hapert. Wenn er das dann irgendwann vielleicht auch noch in den Griff kriegt, würde es mich nicht wundern, wenn wir ihn in einer der zukünftigen News-Veröffentlichungen von dem Gaijin eventuell wiederfinden. Mit diesem wunderschönen Flugzeugkill verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von euch auf diesem Match. Und wir sehen uns jetzt direkt nochmal in der Garage wieder, weil ich noch was dazu sagen muss. So, da sind wir wieder. Macht euch da gar nicht erst die Mühe und sucht Spielerprofile raus oder sonst irgendetwas. Ich kann nicht mal beweisen, ob das einer der besten Spieler des Monats ist oder hätte werden können. Manche Punkte lassen darauf schließen, dass er ein unheimlich gutes Gehör hat. Ist einfach so. Aber wenn man dann sieht, wie extrem es an der Umsetzung dann letztendlich scheitert, kann ich nur davon ausgehen, dass ich ihm höchstwahrscheinlich Unrecht tue und er einfach nur ein untalentierter Spieler ist, der hin und wieder mal einen Glückstreffer landet. Ich weiß es nicht. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, so kann's gehen und ihr habt es auch gesehen, so kann's gehen. Was ihr nicht machen solltet, und das könnt ihr euch jetzt einfach aus diesen beiden Replays mitnehmen, gerade die Anfänger unter euch können das mitnehmen. Wenn er oben auf einem Hügel steht, kann auch der Gegner von allen Seiten beschießen. Wenn man das in jedem Match immer und immer wieder macht, dann hat man leider Gottes nicht das Zeug des besten Spielers des Monats. Trotz alledem, enorme Reaktionsfähigkeiten, verdammt gutes Gehör, wie schnell der dann doch auf die einen oder anderen Fahrzeuge reagieren konnten, die links oder rechts ansatzweise dank der Plaketten im Replay zu sehen gewesen sind, fand ich äußerst interessant. Trotz alledem, nein, den werden wir nicht in irgendwelchen besten Spielerlisten wiederfinden. Dafür hat es einfach nicht gereicht. Trotz alledem, nimmt es einfach mal mit Humor. Da tat mir zum Schluss schon fast leid. Ne? Stellt euch mal vor, das war wirklich so einer, der sich um diesen Platz der beste Spieler des Monats beworben hat, da verdammt viel Zeit, vielleicht auch viel Geld investiert hat und dann funktioniert das immer noch nicht. Irgendwie ist das doch frustrierend, oder nicht? Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Schreibt einfach unten in die Kommentare, was ihr denkt. Und wenn ihr jetzt sagt, Impel, da hast du voll Scheiße gelabert, ist okay, macht sachlich und freundlich, dann lese ich mir das durch. Wenn es nicht sachlich und freundlich ist, wird es gelöscht und verschwindet im Nirvana. Bis denne.